Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt von Richie Jackson mal ein paar Skatey-Matey-Tricks an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde Skaten, Skateboarding oder allgemein Sport, wo man mit Inline-Skate, Skateboard, Snowboard, Skier, BMX, Motocross, wo man Stunts macht, unheimlich geil, Digga. Und das ist hier schon, Bruder, das ist hier schon Next-Level-Shit. Ich liebe auch solche Videos. Ich könnte mir die Videos stundenlang angucken, Digga. Hare Krishna. Hare Krishna. Sieht ein bisschen aus wie Apache, ne, Mel? Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Das ist ein... Digga, es ist krank. Digga, das ist next level shit. Krank. Digga, heftig. Heftig! Geil! Das ist ganz krank, was der drauf hat. Rodney Mullen oder Mühlen oder wie der ausgesprochen wird, den kenne ich auch. Der ist auch krank, den können wir uns dann nochmal angucken. Aber Digga, das ist auch wirklich... Erstmal finde ich von dem Video die Musik übelst nice. Ich finde den Typen optisch einfach eine 1+, Digga. Und das alles in der Kombination ist halt gerade so für mich dieses 100% Skateboarding-Lifestyle-Ding, was ich da gerade sehe. Digga, was der Typ macht. Holy shit. Wow. Digga, das ist crazy. Digga. Das sieht so leicht aus, aber wisst ihr eigentlich, was das für Können erfordert, was der da gerade macht? Digga! Digga! Also... Oh,
Kommt da noch was jetzt oder was? Achso, jetzt kommt. Ah. Es ist nämlich doch nicht alles so leicht, wie es aussieht. Oh man, that was last second. But I think there's so much more to life than simply winning things. So you can stand a step above your friends. Der hat auch, also ich finde den Style von ihm ist eine 1+, Digga. Besser als der von Justin in seinem McLaren-Video. Cause all the things $100 of work a week might buy will only whet your appetite, not satisfy you. And I'm just a man. Also das ist wirklich schon, das ist ganz, ganz großes Können, Digga, was der da macht, Alter. Es ist wirklich, clap in den Chat für ihn. Wie wird er nochmal geschrieben? Rod? Nee, oh, never mind, Digga, habe ich in den Chat geschrieben. Man kennt ihn doch. Fast richtig. Also der Typ, ich glaube, jeder von uns, der damals Skate oder Tony Hawk gespielt hat, hat den Typ geliebt. Ah ja? Qualität auch, Kappa. Ja, okay, gut. Die Qualität kann ich mir halt einfach nicht geben. Ja, wir müssen es zu uns vorgeben, Digga. Nein, ich kann mir die Qualität nicht geben. Es geht nicht, Digga. Es geht nicht, Digga. Es geht nicht. Ich muss einfach nochmal für die Nostalgie, Digga. Zu wild das PlayStation 1 Intro, Digga. Activision. Geil, das Intro. Ja, Digga, es ist einfach eine schöne Zeit gewesen, Digga.
Einfach eine schöne Zeit gewesen. Ja, ich weiß, dass ein Remake kommt, Chat. Warten wir dann ab, wenn es soweit ist. Wie das wird, etc., etc. Nichts mit Skateboard, bitte. Digi, das ist mein Stream und da schaue ich mir alles das an, worauf ich Bock habe. Wenn dir das nicht gefällt, was du gerade siehst, gar kein Problem. Gar kein Problem, Digga, aber dann musst du einfach gehen, weißt du? Das mag ich einfach nicht, Digga. Also, versteh mich nicht falsch. Aber du kommst in meinen Stream und denkst, du kannst mein Programm bestimmen, weißt du, wie ich meine? Das ist sehr unhöflich.